Hallo und willkommen zurück bei WWE 2K18, der Mein Karrieremodus von I Am Corgan, Road to WrestleMania. Ja, in der letzten Episode haben wir uns ein bisschen geprügelt, ein bisschen gerangelt mit unseren Freunden hier. Ja, und wir haben ganz nebenbei die Battle Royale beim Dingens hier gewonnen. Ja. Royal Rumble. Die Battle Royale beim Royal Rumble. Royal. Okay, aber denk dran, der Champ hat jede Menge Kontakte. Er hat, die er noch nutzen kann. Das tut er auch. Was will er denn? Ja, mittlerweile müsste der querschnittsgelähmt irgendwo im, ja. Keine Ahnung, wie er das hingekommen kann. Aber der Kampf heute Abend ist ein Handicap-Match gegen ihn und deinen früheren Tag-Partner. Ich hatte nicht vor Ewigkeiten schon mal angesprochen. Ich meine, okay, wir hatten auch schon solche Matches, also 2 gegen 1, ne? Ja, am liebsten würde ich da drauf drücken, aber interessiert mich, ne? Prügel beide windelweich. Ja, und genau das habe ich jetzt auch vor. Irgendwie ist mein Tisch hier in letzter Zeit so komisch am Knarzen. Das ist ja meine Herren. Ja, wir bestreiten nun ein Handicap-Match gegen Banana Joe und Chris Jericho. Gegen den Ghoul. Das werde ich überspringen. Die Entrances, würde ich sagen, lasse ich einfach mal durchlaufen und melde mich dann wieder, wenn wir im Ring angekommen sind. Allerdings kriege ich ja vorher jetzt noch ein Bildchen angezeigt. Ein Konflikt, der sich um Nummern revolviert. Und es passiert alles hier. Nicht gehen. Wir haben eines der besten Talente auf dem Roster. Das stimmt hier eigentlich nicht. Gegen Team Samoa Joe. Das wird großartig. Ja. Ja, was soll ich sagen? Was ist mit Chris Jericho? Making his way to the ring, from Germany, weighing in at 320 pounds, the Horseman. As a reminder, guys, this one will be a handicap match featuring 2 superstars against 1. Oh, we don't need a reminder, Cole. Though I'm willing to bet that after this one, somebody's gonna need a reminder on what their name is. And on top of that, this match will undoubtedly have a big impact on where these guys stand in the next WWE.com power rankings. And there's been so much upward movement from new faces over the past few weeks that dropping more than 10 spots following a loss isn't necessarily out of the question. Living to fight another. If you can do that, you've succeeded.
And let's not forget about his opposition, who also comes into tonight looking to prove a point. Well, I should hope so, Cole. If you don't go into every single match looking to make a statement, then you're just wasting everybody's time. Alles klar. Oh. Und da fängt Samoa Joe auch gleich relativ dominant an, jo. These guys are undoubtedly gonna give us a show here tonight. This is one of those matches that this crowd in Florence will be talking about. Da werde ich mich doch erstmal hier in Sicherheit bringen, ne? Ja, zack, vielleicht ein bisschen draufhauen, ein bisschen so, ein bisschen hier, ein bisschen hier. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich das Ding hier auch gewinne. Wobei, eigentlich müsste ich erstmal gucken, dass ich Enzo Amore, warum auch immer der da steht, man weiß es nicht so recht, ne? Dass ich dem eigentlich auch richtig kräftig erstmal. Zack. Na, ich mach mal so. Hallo. okay. Dieses Danebenspringen, das ist so gut, ne? Hallo. Unleashing it for the second time now. So. So, allerdings sollte ich mich auch ein bisschen schonen. Oi. Und dann stellt euch mal vor, der springt euch mal so mit seiner gesamten Masse so ins Gesicht. Nobody locks it in better. Hey, hallo. This might be it. Das ist so schlecht, ne, dieses. Boah. Oh, and he slips out. Wow, looked to me like he had it locked in pretty good. I guess not. Okay, jetzt muss ich mal ein paar Treffer ansetzen hier. Sonst sehe ich schwarz für den kleinen Ghoul. Samoa Joe looking a little startled right now. He's up against belly to belly suplex here in this handicap match. The important thing is that he doesn't overreact here. He's taken on a little bit of damage, but it's nothing he can't overcome. I know it's early, but he has to do everything in his power not to let this get out of hand. One of the most effective drop kicks you'll ever see. Ich hab die Aktion drauf. Look at this. He's going back to an old friend with that one. So, der müsste relativ schnell eigentlich, ne, durch sein. Und der obligatorische Sprung gegen die linke, rechte Gesichtshälfte. Oh, guck mal. And Byron, he's still down after that one. Yeah, that did some big time damage, Michael. Ja, ich gehe mal ganz gemütlich hier in diese Ringecke. Looking at it here. Komm, jetzt aber auch mal schön durchgeführt, dass man das auch schön sieht, ne? Oh, what impact! That knee is a lethal weapon. This schön. Could be the turning point, Cole. So, ich bin ja immer noch am gucken.
Wie man diese Aktion durchführt, dieses, ja, nicht Body Slam, sondern Schnappen und aus dem Ring raus. Auf einmal geht's. Und auf einmal geht's wieder nicht. What a ruthless onslaught to the back. Okay, teste ich einfach mal mit dem noch mal ein bisschen rum. So, festhalten, drücken, halten. Ways, God, wonder, here, well, position, sure. Ja. He is a one-man gang in there. Ist eigentlich durch, ne? Aber Gerangel soll, man weiß es wieder nicht. Du hast den Body Slam, du blöd Mann, du. I'm not sure how Enzo Amore can keep in this thing the way it's been going. The big question is, how much longer can he go here in this handicap match? The beating he's taking right now is just plain brutal. He may never be the same again after this one. You hate to give up on a guy. Komm mal mit. There may be no way around him taking this loss here tonight. Takes him down in a major way too. And now he goes for it a second time. Yeah. Down he goes. That'll do it every time. Wobei, ich muss ja sagen, ich finde, ich stehe noch ziemlich gut da eigentlich. Oh, komm, sag ich, das kriege ich aus dem Maul. Und nochmal. In this handicap match. He may very well find himself on the wrong end of this decision if he doesn't come up with something quickly. Oi, oi, oi. He's taking a long time to get up, guys. Warum entkomme ich nicht? Playing a little possum here, Cole. Nice job by Samoa Joe. Oi, oi, oi. Jetzt wird's aber interessant. He doesn't appear to be in a hurry to get up here. I just don't think he has it in him anymore. Nein, nicht so weit. He's truly mastered that lock, guys. This could be it. Ey, wie peinlich wäre das, wenn man dann hier so weit auf einmal durch Aufgabe noch. Samoa Joe with his back against the wall. This is not at all where he wants to be at this point. In this handicap match. Handicap matches are all about the odds, Cole. Sometimes understanding and navigating those odds correctly, as fair or unfair as they may seem, can make all the difference in the world. It looks to me like he may have lost focus there for a minute. He was really cruising for a while. Oh, what impact! That knee is a lethal weapon. He needs to capitalize on it now. Samoa Joe is getting overwhelmed. Na komm, ich mach einfach mal. Can he do it here? Oh, and he's still down, Byron. So, was sagt mir das? Enzo, du musst weg. And he lands a vicious cutter. Takes him down with a power slam. Oh nein. Reversed. I'd stick to performing and stop the showboat. He's on the defensive now. At this point, he has how much more he has to give here in this handicap match. Listen to this crowd. They can see this handicap match is starting to slip away from him here. Guys, one of my favorite things about him is how much pride he has in his game. And up until now, he's had plenty to be proud about. Oh boy, he is rolling. Zack. Jetzt kriegt erstmal die geballte Ladung meiner Aktion zu spüren. This could be it for him, guys. Yeah, he's on Dream Street. So. Ich würde gerne meinen Signature anwenden. Looking for a repeat. Zack. Oh man! But he's running on fumes here. So. Kontrollierender Blick auf Enzo. Now he's working that exploit. Na komm schon. Komm schon. Just a step quicker, it looks like. Oh nein.
Es bleibt spannend. Somebody needs to tell Enzo you don't win matches by playing mind games. Man, oh man. Incredible. Now it's time to capitalize. Oh, ich bin aber schon lange nicht mehr gecovert worden. Und da habe ich Glück gehabt. Reverses that one. Even more kicks. Big time takedown right there. So, was macht mich wütend? Might just be it for him, Michael. Momentum clearly in his corner. Oh, what impact! That knee is a lethal weapon. That's how you put an exclamation point. Nein, du blöd Mann. In the match, guys. Samoa Joe is getting overwhelmed. Look out! No, there's the reversal. Die halten es spannend. Ja, genau. Think shoulders down, this could be it. Enzo Amore finds a way out. Ja, da fällt er keine dreimal drauf rein, ne? Und was ist mit dem hier? Ja, dem kann er kaum widerstehen. Come back. Ja, hier, komm, gib ihn. Looks like he might have an answer. Getting it done. Versuchen wir mal unser Glück, ne? There's the pin. Ken is upon a kick out. Er hätte in der Sekunde eher eingegriffen. Ja. Ja, aber das war wenigstens mal wieder ein interessantes Match, wo auch ich, ne, der Meinung bin, oder ab und an mal so das Gefühl habe, oh, da kriege ich richtig was drauf, kann ich das gewinnen oder nicht? Oder naja, ein bisschen anspruchsvoller. Ist ja auch langweilig, wenn man immer eigentlich weiß, dass man gewinnt. Ja, genau wie die Aktion, ja, super Replay. Was? Ja. Victory here tonight. You know, it didn't happen often, but I can attest, being pinned is humiliating. Auch im Handicap habe ich gezeigt, oder mit Handicap in einem Handicap-Match, dass der Ghoul überlegen ist. Oh, der Titel, der wird sowas von mir gehören. Okay. Schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ja, im Moment überschlagen sich die Ereignisse ja so ein bisschen. Ne? Also wirklich Matches, Backstage Brawls, Promos, knarrender Schreibtisch. Ja. Was kommt als nächstes? Und warum war dieser Enzo da? Also Jericho, das hätte jetzt absolut Sinn gemacht. Also ich verstehe es einfach nicht. Was ist hier los? Aber ich habe gewonnen. Erstmal freue ich mich ein bisschen. Na, Digga, alles senkrecht. Hast doch ganz rote Bäckchen. Ja, ist mir klar, warum der Champ Hilfe gebraucht hat. Das ist das perfekte Promo-Material. Schmeiß hier auf. Hoffentlich passiert das jetzt nicht regelmäßig. Das ist unfair. Und irgendwo hast du auch deine Grenzen. Ja. Ja, und da ist jetzt die Frage. Ne, würde das hier zum Beispiel wirklich Auswirkungen drauf haben? Ne, und ist meine große Fresse, die ich großenteils hier habe, ne, macht die mir das die Sache nur unnötig kompliziert? Man weiß es nicht. Das habe ich eigentlich nicht vor. Das ist auch ein bisschen.
Ne? Ihr wisst, was ich meine. Dass ich jetzt quasi durch meine Antwort, ja, okay, jetzt kommt aber noch ein Cage-Match-Handicap oder irgendwie sowas. Okay, wir verlassen die Arena, indem wir mit dem Parkplatzwärter sprechen. Ja, und das machen wir doch gleich. Einfach nur, weil uns ja interessiert, was passiert als nächstes bis WrestleMania. Ist es noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, und da ich hier ganz schlecht einschätzen kann, wann, was, wie als nächstes passiert, kann es auch mal sein, dass ein Part hier so ein bisschen Überlänge hat. Ich habe jetzt auch irgendwie total aus dem Auge verloren, wie lange hier welche Parts schon wie lange dran sind. Ja, ich mache einfach noch ein bisschen. Endlich, der Februar, zweite Woche. Jemand. Sowas habe ich mir gedacht. Wir reden nur Gutes, ne? Ja, zum Glück ist keiner hier im Raum in diesem Gespräch dafür bekannt, seinen Kollegen in den Rücken zu fahren. Ja. Ja, ist wieder so ein Ding. Ne? Also ich würde mir, wenn meine Partner hier schon irgendwie in irgendeiner Form lieber selber aussuchen. Nicht, dass ich was gegen Seth Rollins hätte, aber einfach das Prinzip geht mir ein bisschen um Geist. Echt? Das habe ich ja noch nicht mal in der Form gehört. Wieso ist das ein notwendiges Übel? Wenn ich nicht mit dem Tag-Team, dann würde ich auch nicht mit dem zusammen... lernen. Okay, gewinne dieses Match und führe einen Tag-Team-Move während dieses Match aus. Los geht's. Das könnte man hinkriegen. Wobei ich auch wieder ein bisschen dämlich finde, dass solche Sachen da auf einmal wieder reinkommen, ne? Solche Aufgaben. Die habe ich das ganze Spiel über, also relativ gut geschafft, eigentlich dran vorbeizuschlendern. Ja. Okay, also wie mir scheint, der Ghoul. Seth Rollins gegen Samoa Joe und wahrscheinlich Enzo Amore. Oder so. Oder ist jetzt der Jericho auf einmal dabei? Man weiß es nicht, ist mir auch egal. Lückenfüller-Match. When we return, it's a battle where the participants will need to know where they are at all times. We have a team led by one of our breakout talents against Team Samoa Joe. I cannot wait.
Ja, Tag Team. Okay, alles, was wir machen sollen, ist ein Tag Team Move ausführen. So, hier werde ich allerdings ganz gepflegt die Szenen wieder überspringen, damit das ein bisschen schneller vorangeht hier. Ja, von dir auch, mein Kleiner. Ja, und wie in der Realität, wenn man immer und immer wieder denselben Kerl sieht, ne, dieselben Gegner. Moment. Hatte ich den schon mal? Dallas looks to be oozing confidence here tonight, guys. Yeah, it doesn't take too much to get him motivated. The Inspirational. ja. Okay, dann würde ich sagen... Banane. Werden wir mal ein bisschen Tag Team Action bringen hier. Hallo, Bo. I absolutely think of these two teams. Here we go, guys, and it's a big fight feel here in Dublin for this one. Glitch. He slams him down with authority. Aua, aua. Ich wollte schon sagen, zieht er dem jetzt die Hose runter, oder? Samoa Joe looking a little startled right now. His tag team match can get out of hand quickly if he doesn't mount an offense soon. Mal gucken, ob wir jetzt schon was machen können. Erstmal in die Ecke mit ihm und Doppelteam. Teamwork at its best. He goes for the quick pin attempt. Ich könnte ja in der Zwischenzeit unseren Bobo mal so ein bisschen bearbeiten hier, ne? Oh yeah, here's Seth Rollins. Klack. A devastating splash does damage here. Zack. Ein bisschen treten, ein bisschen hauen, ein bisschen werfen. Guck mal. And here's Samoa Joe speaking his mind. Yeah. Delivering the knee. Nein. He's not getting up. Verdammt. You can't like his chances right now. Ich wollte doch den Samba Joe. Okay. Das habe ich nun davon. Seth Rollins. Samoa Joe with his back against the wall. His hopes of winning this tag team match are starting to dwindle. Well, he's certainly looking a little worse from here, but that doesn't mean you should count him out just yet. Wechsel machen tun. Sure, there's plenty of fight still left in him. His partner's looking to get back in this thing. Caught his breath a bit, now he's ready to go again. That can't be enough, can it? And he kicks out. Yeah, it's gonna take more than that to keep him down. He looks a bit off his game here. And you have to assume diese Geistesgegenwart hätte ich ihm nicht zugetraut. Right about now. The beauty of tag team competition is that he doesn't need to take the entire brunt of the opposition's attack. Though the thought of making a tag doesn't necessarily appear to be on his mind right now. Guys, he has so much pride in his game that I doubt a little offense like this will slow him down for long.
massive backbreaker there. Oh yeah, zack. Zack. Angle stopping him now. Und zack. Impressive crossbody. Back in the ring now. The repetition on that move is becoming deliberate at this point. Oh, he got him with a crossbody. Ah, he's läuft still noch. Not moving, guys. He might be out, Cole. Here he goes. Incredible. This has to be it. Samoa Joe isn't looking so hot, guys. Samoa Joe is getting overwhelmed. Na komm. So einfach wollen wir es dann ja auch nicht haben, ne? Six. Seth Rollins with the tag. Gonna have to get back in the ring here, guys. Running out of time. Was war das? Somebody wound him up and he's off and running. Das war jetzt mehr lustig als alles andere. Ne? Ich meine, die Aktion, ich hätte gerne gesehen, was dabei rauskommt, wenn sie funktioniert hätte. Hallo. Imperative he gets back in the ring. Yeah, otherwise okay. Looking at a count out. I don't like the look in his eye here. Whoa! Opala. Ja, ich wollte jetzt nur rauszögern. Seth Rollins. Haut er dem Ringrichter mal eben in die Fresse. Game, set, match. This one is over. And once again we see a return to the specific. Komm hier, lass maneuver. Mich, lass mich. Hey, whatever works. Gets the tag. Teamwork at its best. Ja, ich würde sagen, Teamaktion haben wir gebracht, oder? And he tags his partner in. Momentum has certainly shifted here, Michael. Look out, there he goes. Ja, Bobo, jetzt bist du leider dran, ein bisschen. Ja, das kannst du allerdings total positiv sehen. Da haben schon andere verloren. Bo Dallas is starting to tire a bit. If they want to win this match, he really needs to make a tag soon. Why he's still in the match at this point is beyond me, guys. Maybe he forgot it's a tag team match. I don't know. There's got to be some explanation. It's make or break time here. He absolutely has to find a way to get back on the offensive if he wants to win this match. Ach, so einer bist du. Bo Dallas showing us how to get it done. That lands. So, dann zeige ich dir mal, was du da angerichtet hast, mein kleiner Freund. This thing might be over real soon. So, eigentlich würde ich den jetzt gerne mal aus dem Ring katapultieren, also schmeißen, also ne, so richtig. Aber irgendwie hat hier Bo Dallas ungeahnte Kräfte, das ist ja. He can do it here. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Bo Dallas is taking on a lot of damage. I'm not sure how much he's got left in the tank. This is not where he wants to be at this point in his tag team match. Ich versuche ja zu gehen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das hier abbricht. Er geht nicht runter. Ah doch, hier. Er geht wieder rauf. Ach, das ist manchmal so, ne? Seth Rollins
knows how to polish off an opponent. Gosh, the same move over and over. This is relentless. His partner wants back in. Yeah, but what you want and what you get are often two very ja, ich würde gerne gegen Samoa Joe allerdings hier gerne gewinnen. Komm, Kammer. Komm, komm, komm. Na. Seth Rollins ist fair. He looks rested and ready to go to me. Oh boy, he is rolling. We may have discovered his favorite move. Hier, geh wechseln. If there's one place you don't want to get pummeled, it's your face. The unfortunate reality is he might not get up, which wouldn't shock me one bit. Hier ist er, guck mal. Beating he's taken here tonight. What a stop to the back of the neck. Wow, I'm just as surprised as you guys are. Ich habe nur gesehen, OMG-Moment. Ich dachte mir, ich mache einfach mal. I think we're at the point in this match. You gotta believe this one's over. It's just not Bo Dallas's night, guys. Oh man, Bo Dallas is in trouble now. Ja, erstmal daneben springen, ne? Got the reversal. Ah, passend. Ich hab noch keinen Finisher übrig. Oh, jetzt verstehe ich. Ja, je ruhiger ich werde. Also ich finde das Match jetzt hier tatsächlich mal wieder richtig spannend. What a display of unmitigated strength. And he goes down hard. Hoppala. Oh, was war das wieder? Ja, ich liege, er steht. Mysteriös. Mysteriös. Nein, nicht der Bo. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. If I was Seth Rollins, I'd get my mind in the match and out of the crowd. With a 180, Bo Dallas reversal. He might have it. Wie die einfach mal beide so eigentlich komplett fertig sind, ne? Ich versuche jetzt wieder mal, ja, nicht das eigentlich zu greifen und rauszuschmeißen. Warum klappt das mal und mal nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, ich mach einfach mal hier so, ne? Und so, und so. So, das war doch R1 halten und X antippen. Klappt nicht. Mit RX halten. Da wieder irgendwas vollkommen anderes. Nothing gentle about that landing. Needs to make it to the corner here, Corey. There it is, the tag has been made. Oh, he needed that in the worst way, Michael. Und wir müssen aufpassen, ne? How much more punishment needs to be dished out? Just finish it. He needs to find a way to create some space or else this thing's over. Boy, at this point, he's gonna need to have some. Samba Joe ist allerdings auch verletzt. Naja, ich meine, ist ja irgendwie offensichtlich, ne? Und der Curbstorm. That's it. It's over. It's over. Just when you thought he had nothing left. Given the number of times ja, jetzt würde ich allerdings gerne mal hier. Na, nicht so ein Blödsinn. Na komm, einmal den dicken. Zack. Oh, what impact! That knee is a lethal weapon. That's what he was looking for, Michael.
We have seen him here before. Gefolgt von noch einem. Oh, what impact! That knee is a lethal weapon. Dominant. There's the cover. Can he do it? Schönes Match eigentlich. Schönes Match. Da steckt immer wieder ein bisschen Action drin. Gefällt mir. Ja, und natürlich auch das Samoa Joe, ne? Er war derjenige, der. Er sieht jetzt Glitche wieder im Hintergrund. Dass wir den Samoa Joe besiegt haben. Ich weiß gar nicht, wie oft inzwischen. Ja, ich freue mich. Social media has been buzzing over this Raw match ever since it began, and now that it's over, I actually anticipated intensifying. Ja, ein paar Punkte gab das auch wieder, aber das ist mir ja mehr oder weniger egal. Ich habe schon so viele Punkte investiert, ich werde nicht noch weitere Kisten kaufen. Die 2 Millionen, die ich glaube ich insgesamt ausgegeben habe. Ich habe die Hoffnung verloren, dass ich die Moves noch freischalten kann durch diese blöden Kisten. Das ist also so ein dermaßen dämliches System. Wenn ich mir schon die Punkte hier so mühselig verdienen muss, dann will ich mir auch aussuchen, wofür ich die ausgebe. Naja. Okay, aber wir hatten hier ein interessantes Match so nebenbei und zwischendurch. Das Ganze nimmt hier so ein bisschen Fahrt auf. Ich hätte eigentlich schon längst erwartet, dass wir in Richtung Ende driften. Aber die scheinen alles, was irgendwie interessant war, also ganz an den Anfang gepackt zu haben. Damit meine ich NXT-Zeiten sogar noch. Und jetzt am Ende. Alles mittendrin, also zwischendurch. Sagen wir mal so locker, ja, so um die 30 Parts. Über 30 Parts wahrscheinlich. Blöd. Ja. Oder kommt noch der Tag Team Titel dazwischen? Okay. Aber ich bin erstmal zufrieden. Wir haben ja hier die meisten Klamotten sehr dominant gewonnen. Manche weniger dominant. Okay, dominant gewonnen, aber doch mit ein paar. Mit ein bisschen hin und her, ne? Ja, ich renn zurück. Ja, hallo, Lederhöschen. In den Parkbereich. Ja, und ich würde sagen, ich beende den Part an dieser Stelle einfach mal kackendreist. Und ja, ich würde sagen, ich drücke jetzt mal wieder auf den Parkplatzwärter. Ach, da kommt, das hat hier keinen Sinn. Ne, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, ein paar Kommentare in den Kommentaren. Ich lasse jetzt noch laufen, sollte noch eine weitere Animation kommen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von WWE 2K18, der Mein-Karrieremodus von I am Corgan. Ich bin der Corgan. Bis dann.